So, willkommen zu der 5R-Übung. Dafür werden wir mit einer kurzen Atmung beginnen, und zwar der Soma 2-4-Atmung. Das bedeutet, wir atmen für 2 Takte ein und für 4 Takte durch den offenen Mund aus. Wir machen das für etwa 3 Minuten und beenden die Atmung mit 2 Breath-Holds, und zwar einmal mit leerer Lunge und dann mit voller Lunge. Und diese Atmung, gerade hier ausatmen, weißt du vielleicht auch mittlerweile, dass wir nur doppelt so lange ausatmen, wie wir einatmen, dass wir dann Entspannung in den Körper bringen, unser Nervensystem beruhigen. Und das hilft dann natürlich auch, so ein bisschen von allem gehen zu lassen, um dann ganz weich, ganz liebevoll in der Meditation da zu sein. Danach kommen wir in eine Metta-Meditation. Das ist auch die Meditation der liebevollen Güte. Und in dieser Art von Meditation, eine Meditation aus dem Buddhismus, wenden wir traditionell Liebe an alle Wesen um uns herum, alle Menschen, alle Tiere, alles, was lebt, Mutter Natur und aber auch zu uns selbst. Und hier werden wir eine kleine Abwandlung dieser Metta-Meditation gemeinsam machen. Während wir also atmen, während wir in dieser Metta-Meditation gehen, kannst du immer auch wieder die 5R anwenden. Das heißt, wann auch immer du dich irgendwie in deinen Gedanken verlierst, dann denk dran, recognize, oh, ich merke es, release, lass los, was dich gerade beschäftigt. Oh, relax, entspanne deinen Körper. Rejoice, feier dich dafür. Und return, komm zurück zu deinem Objekt der Meditation. Das klingt jetzt vielleicht am Anfang noch viel und nach vielen Schritten, an die man denken muss, aber je häufiger wir es praktizieren, desto schneller wird es gehen. Und irgendwann geht das ganz automatisch. Bei mir persönlich zum Beispiel ist es irgendwie ganz häufig, dass ich in Gedanken woanders bin und mein Körper dann einmal tief ein- und ausatmet und ich merke, holla, da war ich ja ganz woanders und mein Körper da schon automatisch in diese Atmung kommt. Und das ist sozusagen für mich die Erinnerung, ah ja, ich darf zurückkommen zu dem, auf dem ich eigentlich gerade meinen Fokus habe. So. Wo auch immer du bist, nimm dir hier nochmal einen Moment Zeit, um dich zu strecken, dich zu dehnen. Vielleicht gibt es hier gerade irgendwelche Bewegungen, die sich gut anfühlen, die Brust zu öffnen. Vielleicht fühlt sich hier auch eine kleine Umarmung gut an. Und dann die Einladung, dich hier auch in deinem Raum umzuschauen. Das hilft dir dabei, dich zu orientieren als Erinnerung, okay. Ich bin hier in diesem Zimmer, das kenne ich. Hier ist alles gut. Hier erwartet mich nichts, keine Überraschungen, keine bösen Überraschungen. Und dann fällt es vielen auch deutlich leichter, die Augen zu schließen und bei sich selbst anzukommen. Und dafür lade ich dich ein, erst noch mal auf die Geräusche um dich herum zu achten. Was kannst du wahrnehmen? Das Summen des Universums, die Menschen, die Tiere, in deinem Gebäude, in der Außenwelt. Und dann bring deine Aufmerksamkeit näher zu dir und spüre hier deine Körperteile, die Körperteile, die den Boden berühren. Und wissend, dass du hier abgeben darfst. Du musst hier gerade nichts halten. Alles, was du mitbringst, wird auch von Mutter Erde für dich gehalten. Und dann spür hier deinen Atem, wie er in dich hinein und aus dir hinausfließt. Vielleicht kannst du ihn hören,
Kannst du wahrnehmen, ob du eher flach in die Brust atmest oder tief in den Bauch? Ob es sich leicht anfühlt zu atmen oder irgendwie schwer, herausfordernd? Und dann lass den Atem immer tiefer und tiefer fließen. Atme durch die Nase ein und durch den offenen Mund aus. Durch die Nase ein. Die Wirbelsäule wird ganz lang, Kopfkrone schiebt zur Decke. Und mit der Ausatmung entspannst du die Muskeln im Gesicht, die Schultern. Und auf dem Bauch und Beckenboden. Atme tief ein. Und tief aus. Durch die Nase ein, langer Rücken. Durch den offenen Mund aus. Und dann leg gerne ein oder zwei Hände auf deinen Bauch ab und atme hier ein paar Mal schön tief in den Bauch hinein. Spüre, wie der Bauch sich ausdehnt mit jeder Einatmung. Mit der Ausatmung entspannt er sich, wird ganz weich. Einatmen, der Bauch dehnt sich aus. Und ausatmen, der Bauch entspannt sich. Dann atme ein und spüre, wie der Atem in den Bauch fließt, aber auch in deinen Brustkorb und der Rippenbogen dehnt sich aus zur Seite, nach vorne, nach hinten. Dann atme aus dem Brustkorb aus und dann aus dem Bauch. Tief einatmen, den Bauch, den Brustkorb, an die Brust, die Schultern, oberer Rücken. Und atme von oben nach unten aus der Brust, aus dem Rippenbogen, aus dem Bauch. Einatmen in den Bauch, Brustkorb, obere Brust, Schultern, oberer Rücken. Und von oben nach unten ausatmen. Tief ein. Öffne den Mund tief aus. Und atme noch ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus ein und aus. Wir kommen hier gleich zu der Soma 2-4-Atmung. Wir atmen dann also für 2 Takte durch die Nase ein und für 4 Takte durch den offenen Mund aus. Und wo auch immer du dich gerade befindest in deinem Atemrhythmus, atme nochmal tief ein. Öffne den Mund tief aus. Und dann atme ein durch die Nase für eins, zwei, öffne den Mund, ausatmen für eins, zwei, drei, vier, ein, zwei, aus, zwei, drei, vier, ein, zwei, aus, zwei, drei, vier, ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. 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 Ein, zwei, aus, zwei,
drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Einmal noch ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. Und dann atme ganz tief ein. Fülle deinen Bauch, deinen Brustkorb, deine obere Brust, Rücken, Schulter. Und dann öffne den Mund und atme ganz tief aus, bis die ganze Luft aus deiner Lunge ausgeatmet ist. Und wenn deine Lunge ganz leer, leer, leer ist, dann halten wir hier die Luft aus. Und wir machen das für 20 Sekunden. Wann auch immer es schwer wird für dich, kannst du immer schlucken, das hilft. Nur noch ein paar Sekunden. Und dann atme tief durch die Nase ein, fülle deinen Bauch, deinen Brustkorb, deine Schultern, oberer Rücken, alles voll, 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 voll. Und dann halte die Luft hier ein. Wir machen das für 45 Sekunden. Noch ein paar Sekunden. Und dann öffne den Mund, lass die Luft ganz sanft gehen. Schön tief einatmen. Und tief aus. Komm zu deinem natürlichen Atemrhythmus zurück und spür hier für einen Moment nach. Und dann lade ich dich ein, dich hier an einen Moment der letzten Tage oder Wochen zu erinnern, an dem du rundum glücklich, happy, entspannt warst. Einen Moment, an dem es dir gut ging. Und ein Moment, der vielleicht direkt ein Lächeln in dein Gesicht zaubert, wenn du daran denkst. Vielleicht kam da auch direkt eine Erinnerung hoch und du kannst sie gerade vor deinem geistigen Auge sehen, und dann lade ich dich ein, dich da nochmal hinein zu begeben. Was kannst du in diesem Moment wahrnehmen? Welche anderen Menschen sind vielleicht da? Welche anderen Wesen? Vielleicht Mutter Natur? Beobachte, was für eine Emotion damit verbunden ist. Vielleicht ist es Leichtigkeit, Entspannung, Liebe, Glückseligkeit. Dann beobachte, ob es einen Bereich in deinem Körper gibt, an dem du
diese Emotion gerade ganz besonders wahrnehmen kannst. Und vielleicht ist es eine Wärme in deinem Herzen, die ausstrahlt. Vielleicht spürst du insgesamt eine Leichtigkeit oder ein Kribbeln in deinem Körper. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Beobachte einfach, was für körperliche Empfindungen mit dieser Erinnerung verbunden sind. Und wenn du so einen Bereich gefunden hast, dann fühlt es sich vielleicht auch gut an, eine Hand da aufzulegen, in diesen Bereich hineinzuatmen. Und dieses Empfinden durch deine Aufmerksamkeit, deine Präsenz, deine Berührung und deinen Atem hier zu verankern. Kannst du hier für einen Moment präsent sein mit diesen positiven Empfindungen? Und wenn du abdriftest, dann macht das überhaupt gar nichts. Dann erinnere dich an die 5 R: Recognize, Release, Relax, Rejoice und Return. Und von hier lade ich dich ein, dieses warme Gefühl, diese Glückseligkeit, die Liebe, die du in dir spürst, gerade an einen Menschen oder ein Wesen zu senden, der oder die oder das es gerade braucht. Sende diese Liebe zu dieser Person, diesem Wesen. Mögen sie glücklich sein, so wie sie sind. Möge diese Person glücklich sein, so wie sie ist. Möge dieses Wesen glücklich sein, so wie es ist. Und dann sende dieses liebevolle, warme Gefühl auch zu dir selbst zurück. Möge ich glücklich sein, genauso wie ich bin. Und wenn du hier in Gedanken abdriftest, dann erinnere dich an die 5 R und komm zurück. Möge ich glücklich sein, so wie ich bin. Dann nimm hier nochmal 3 tiefe Atemzüge in deinen Körper hinein, in dieses Gefühl hinein.
Und dann entspann hier auch wieder deine Hände. Spür hier für einen Moment nach, wie geht es dir jetzt? Was hat sich in den letzten 20 Minuten verändert? Dann bring die Aufmerksamkeit wieder zurück in deinen Körper, die Körperteile, die hier den Boden berühren. Bring sanfte Bewegungen zurück in deine Finger und Hände. Streck dich hier schön, mach dich lang. Höre die Geräusche, die du wahrnehmen kannst. Und dann in deinem Tempo die Augen zu öffnen und dich hier in deinem Raum nochmal umzuschauen, dich zu orientieren, zurückzukehren aus dem Bereich, in dem du gerade warst, in diesen Raum, in dem du jetzt gerade bist. Und ich danke dir, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich hoffe, die Übung mit den 5 R ging gut und die Einladung, das auch einfach immer wieder zu üben. So jede mögliche Tageszeit. Du kannst das zum Beispiel total gut bei einem Spaziergang üben, auch beim Essen, wenn du Mittag isst oder Abend isst, anstatt eine Serie zu schauen, bei den 5 R zu bleiben, immer wieder zu dem Geschmack des Essens, der Textur zurückzukommen. Und wenn du abdriftest, ah, Essen, ich komme zurück. So, ich hoffe, das hilft dir. Und ich hoffe, das macht Sinn für dich. Vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße und bis bald.